Der Chat ist auch eingeblendet. Das freut mich auch so ordentlich. Gut. Na dann, willkommen zu einem neuen Stream mit dem Zwergenfürst. Wir spielen Edna bricht aus. Weiter dort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Nämlich genau hier. Gut. Ich versuche nochmal in den Wäschelift zu gehen. Und los geht's. Vielleicht können wir da irgendwie noch was veranstalten. Der Kommentar die von Poki zum Beispiel. Dr. Marcel verfügt über ein Wäscheliftsystem, das die Patienten benutzen, um von einem Ort zum anderen zu gelangen, hinter dem Rücken der Wächter. Das Wäscheliftsystem wird von Herrn Mantel bewohnt. Der wohnt in einem Regenschirm, in einem aufgespannten, den er mit dem nötigsten persönlichen Gegenständen wie Zahnbürsten und einem Wecker und so weiter ausgestattet hat. Und Herr Mantel hat so lange das Tageslicht nicht mehr gesehen, dass alle Farbpigmente aus ihm ausgelaufen sind. Der ganze Sachverhalt ist so krude und an den Haaren herbeigezogen, dass ich mich frage, warum mich nie jemand danach gefragt hat, was überhaupt alles für ein Quatsch ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, wahrscheinlich sind einfach so viele bescheuerte Annahmen getroffen worden von mir hier an dieser Stelle, dass man einfach abschaltet und denkt so, ach egal, jetzt akzeptiere ich das auch noch. Und so kam es nie dazu, dass mich irgendjemand gefragt hat, ob es überhaupt sowas wie Wäscheliftsysteme gibt in alten Häusern. Wahrscheinlich nicht. Aber der Raum ist ein gutes Beispiel dafür, mit wie wenig Animationen man halt Bewegungsillusionen erzeugen kann. Ich habe tatsächlich nur immer eine Grafik im Hintergrund vorbeigeschoben. Eine nette Sache, die ich noch erzählen kann, ist, dass Jens Andresen, der den Herrn Mantel gesprochen hat, zu den Aufnahmen extra so ein falsches Gebiss mitgebracht hat. Falsche Zähne, damit, weil er mit dem Gebiss halt irgendwie so klang, als hätte er keine Zähne mehr. Tatsächlich hat er also zweimal zwei Zahnsätze im Mund und nicht keine Zähne. Jens hat die Zähne übrigens zu den Aufnahmen von Harveys Neue Augen wieder mitgebracht. Wahrscheinlich hatte er sie 3-4 Jahre lang nicht im Mund. Hoffen wir mal, dass er genügend Kuriga-Tabs hatte. Gut. Der Modi sagt, du wirst übrigens nicht in der Abo-Box angezeigt. Da kommt der nächste Ausgang. Das freut mich außerordentlich. Oha, wo sind wir jetzt hier gelandet? Nicht raus. Wir wollen zurück in den Raum, wo wir am Anfang waren. Am Anfang des Parts. Ja, das freut mich außerordentlich, dass ich nicht in der Abo-Box angezeigt werde. Da kommt der nächste Ausgang. YouTube mag mich scheinbar nicht. Ja. Nichts Überraschendes. Was? Lift Girl. Errungenschaft freigeschaltet. Bin ich einmal eine Runde gefahren. Ich bin eine Runde mit dem Sessellift, mit dem Wäschelift gefahren. Ja. Das ist natürlich scheiße, wenn ich jetzt nicht, aber gut. Ändert nichts an meiner Zuschaueranzahl. Aktuell sind wir 3 Zuschauer. Naja. Also gewöhnlich, also wie immer. Wie immer nur Modi im Chat und ein stummer Zuschauer. Ja, passt schon. Wird schon irgendwie gut gehen. Ja, und da können wir den Poki gleich weiterreden lassen. Hier schon im nächsten Raum. Tja, in diesem Screen ist das, was mir am besten gefällt, eigentlich die Idee mit dem Stromzähler. Dass Edna, wenn sie sich den Stromzähler anguckt, bei irgendeiner Reaktion, ich weiß nicht mehr genau, weil welcher. Scheiße, jetzt habe ich vergessen, dass der das alles merkt, dass halt irgendwie Dr. Marcells Stromrechnung recht hoch sein könnte, weil irgendjemand ständig das Licht anlässt. Und je nachdem, ob das Licht an ist oder aus ist, gibt es unterschiedliche Reaktionen. Und ich glaube, wenn das Licht aus ist, dann geht sie extra nochmal hin und macht das Licht an, damit die Stromrechnung schön hoch wird. Das mochte ich immer. Sowieso irgendwie bescheuert, dass ich quasi in jedem Raum das Licht an- und ausschalten kann. Habe ich das eigentlich gemacht? Nur für das ein Rätsel? Keine Ahnung. Ja. Zwergi, du sollst doch den Punkt erst drehen lassen, wenn du den Raum komplett erkundet hast. Erst danach kann er dich spoilern. Modi hat gerade über seinen Monitor. Hat gerade seinen Monitor gereinigt. Und sein Outfit für die Aufnahme später rausgelegt. Okay.
Ja, Outfit, okay. Ich habe kein Outfit für die Aufnahme nachher. Ich habe hier... Ja, sage ich euch, was ich heute anhabe. Tja. Schmatz, Schmatz. Ich habe heute hier ein wunderhübsches Herr der Ringe T-Shirt an. Und meine schnabberige Haushose. Ja. Ich nehme ja nicht mit Facecam auf. Das T-Shirt ist auch schon dreckig. Naja, ist ja. Deshalb trage ich keine Facecam, genau richtig. Ja. Sätze richtig formulieren. Stromzähler. Der Stromverbrauch hält sich noch in Grenzen. Licht. Das hat der Poki gerade eben schon gesagt. Das ist Wozu hat man recht teure Requisiten und Kostüme, wenn man sie nicht nutzt? Du wirst hoffentlich nicht mit Facecam aufnehmen nachher, Modi. Das ist, wir spielen Golf jetzt. Das ist, ja gut, man kann man Facecam nutzen, aber ich sehe heute ziemlich scheiße aus, deshalb ist vielleicht besser, dass ich keine Facecam benutze. Ja. Reinigungsstück. Das ist zu fest eingepackt. Wir haben doch hier was im Inventar. Eine Schere. Was? Das gibt's doch nicht. Die Schere hinterlässt nicht mal einen Kratzer. Was? Wenn ich doch nur Benzin für die Kettensäge hätte. Skandalös. Benzin für die Kettensäge. Protoschläger. Was ist eigentlich aus der guten alten Tradition des Teppichausklopfens geworden? Ein weiteres Opfer des Millennium Bugs. Du bist der Millennium Bug. Millennium Bugs Bunny. Ach Gott. Wieder die brutalen Wortspiele. Beschmieren? Ja, wir können es beschmieren. Zerschneiden können wir es nicht, aber beschmieren können wir es. Sehr gut. Den Stromzähler können wir auch beschmieren. Warte, ich notiere mir kurz den Zählerstand. Nee, ist klar. Was ist jetzt? Oh, sagte ich, ich notiere mir den Zählerstand? Ich meinte natürlich, mach doch selbst. Ja, gegenhauen. Nein, der verbraucht keinen Strom. In diesem Bild knallen im Tiefparterre-Cave die Sicherungen durch. Ach ja, Captain Unbrauchbar, wie ich den vermisst habe. In diesem Bild kommt Captain Unbrauchbar ohne Hose zum Tatort. In diesem Bild kommt Captain Unbrauchbar ohne Hose zum Tatort. Was, zweimal? In diesem Bild Tatsache. Kommt In diesem Bild schaltet das E-Werk den Tiefparterre-Cave vom Netz. Nützlich Boy wird wohl wieder einmal das Geld für die Stromrechnung vorstrecken müssen. Der Arme. Mit dem Wäschelift können wir es nicht benutzen. Tja, der Raum ist hier ein bisschen klein. Da gibt es nicht so viel, was man tun kann. Nein, Edna, du darfst... Das wird Harvey, ich glaube... Gut. Die Säcke bekritzeln. Großartig. Die alten Säcke. Was ist eigentlich aus der guten alten Tradition... Okay, das hatten wir schon. Das ist zu fest eingepackt. Gut. Sieh mal, Harvey, Wäsche. Sind das lustige Faschingskostüme? Nein, es sind diese unpersönlichen Krankenhausnachthemden. Dann lass uns weitersuchen. Tja, Modi, ist kein kuscheliges... kuscheliges. Ich bin kaputt. Ich bin zu kaputt. Ist keine Requisite und kein Kostüm für dich, Modi. Ist nur ein Krankenhaus. Dingens. Das ist eine Cocktailkarte, nicht der neue Quellekatalog. Quellekatalog. Oh, das ist auch ein Opfer des Millennium Bugs. Bugs Bunny. Was? Die Schere, wenn ich doch nur bin. Irgendwie uniformartig, aber nicht Polizeiuniform.
Oh, wie ordentlich von dir. Bin ich halt. Ich wollte es neu aufhängen. Da ist nichts mehr drin. Schade. Oh, cool. Wir können Sachen bespucken. Großartig. Wir müssen nochmal zurück und alles in diesem Haus bespucken. Der verbraucht keinen Strom. Wir müssen einfach nochmal in die Gummizelle. Wir müssen alles nochmal bespucken. Oh Mann. Hallo, ist da die Wäscherei? Rannis, was ist da her? Was willst du, Puppe? Ich hatte meinen goldenen Frack mit den Diamanteinschlüssen bei Ihnen abgegeben. Das wüsste Gabakeule. Aufgelegt. Tja, schade. Gut, dann haben wir hier, glaube ich, alles erkundet. Gehen wir zur Tür. Was da wohl gibt. Nicht ausmachen. Reden können wir noch mit allem. Das machen wir natürlich im Halbdunkeln. So weich. Mit Schmusi weich ultra gewaschen? Nein. Mit 1000 Tesla Gamma bestrahlt. Ach ja. Atomfrisch. Ja, großartig. Das ist zu fest eingepackt. Okay, das hatten wir schon. So weich. Mit Schmusi weich ultra gewaschen? Nein. Ach ja. Das hatten wir auch schon. Reden mit dem Lichtschalter. Licht. Licht! Großartig. Na denn. Hier sind wir hinter der Tür. Da waren wir doch vor einiger Zeit. Das Schloss, das kriegen wir wohl auch nicht auf. Enttäuschend. Wo kommen wir jetzt hier hin? Ah, okay. Wenn das mal kein Deadly-Logo ist. Auf dem Stuhl. Stuhl. Keine Zeit auszuruhen. Ansehen. Okay. Reden. Können wir gar nicht, ist kein Ding. Können wir mit dem Stuhl reden. Mr. Harvok, Energie. Mülleimer. Leer. Sichtfenster. Sicher, dass wir das sehen wollen? Ansehen. Alarmknopf. Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Nein. Dann mach doch. Ich mach das. Ich mach das echt. Lass es bleiben. Mach doch. Ich mein's ernst. Feige, feige. Edna. Und was jetzt? Es scheint keinen Effekt zu haben. Auch wieder schade. Kalender. Hallo, Baby. Benimm dich auf. Ist scheinbar eine sexy Pose von einer sexy Person hier auf dem Kalender zu sehen. Ein Lichtschalter. Es wäre ein Licht. Gut, hier gibt's nicht viel zu sehen. Reden mit dem Mülleimer. Hallo? Ist jemand da drin? Verschwinde! Ach ja, der Rumpel wieder, oder wie der hieß, der aus der Sesamstraße in den Mülleimer. Gut, den Bucke lassen wir noch nicht reden. Reden wir erstmal mit der Zellentür. Hallo? Jemand zu Hause? Keine Reaktion. Zellentür. Zellentür benutzen? Dachte ich's mir doch. Verschlossen. Wer hätt's da gedacht? Sichtfenster. Oh, aha. Hallo Prinzessin. Was macht ein Mädchen wie du in einem Irrenhaus wie diesem? Hallo, wer auch immer du bist. Warte, antworte nicht.
Du bist Edna, stimmt's? Hey, woher weißt du das? Ich bin der neue Wärter. Zum Beispiel, dass er dich im Turm unter Verschluss hält. Wir sind also Leidensgenossen. Man nennt er ist auch übrigens den Schlüsselmeister.